Ja, und damit hallo und herzlich willkommen und äh, nochmals frohe Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, aber äh, ja, dann habe ich es jetzt gesagt. Also wir nehmen jetzt auf und äh, es geht weiter. Wir haben hier in der letzten Folge, und ich mache gleich mal ein bisschen Attacke hier, das Tempo in der Sprache erhöht sich, es wird dramatisch, es geht zum Zielsport. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, wir gucken mal. Hier führt die Straße lang. Hier würde ich gerne so einen so Fußweg machen, der dahin führt. Und Parkplatz hier auf die Seite oder so. Ich weiß es nicht. Wir könnten das Gebäude allerdings auch ein bisschen so stellen und könnten auf beiden Seiten einen Parkplatz machen. Dafür, da Parkplätze jetzt. glaube, gibt es einen Parkplatz? Blinde? Nein, ne? Parkpl. Gibt's nicht. Hat er nicht erfunden. Parkpl. Gibt's nicht. Als blind nicht, aber das macht nichts. Es gibt es die auf jeden Fall als. Ähm als hier. Das ist an. So, und dann nochmal. Parkpl. Willst du mich veräppeln? Park. Parkspur heißt das. Kann natürlich auch sein, dass die unter den Immobilien nur sind. Ja, das sieht so aus. Dann gehen wir zu den Immos. Parkpl. DDR-Parkplatzschild. Haben wir hier, ähm, haben wir sowas schon? Noch nicht. Wir können es mal nehmen. DDR hin oder her, das äh, macht ja nichts. Ja, und hier haben wir das. Genau, den habe ich gesucht. Diesen Parkplatz. Den haben wir nämlich hier drüben schon. Den hätte ich auch kopieren können, ich Nase eigentlich. Naja, es ist, wie es ist, ne? Man kann nicht alles haben. So, und dann machen wir hier mal zwei hin. Und ich würde gerne ja, hier einen haben, den ich aber kleiner mache. Aber kleiner heißt komprimierter. Hm. Das heißt, die Anzahl ist vorgegeben. Aber das macht auch nichts, denn das will ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Wir drehen das mal um 90 Grad. Da. Zack. Wenn ich 180 gewählt hätte, wäre es richtig gewesen. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Äh, 180 Grad. Und dann würde ich gerne. Und jetzt kommt es. Das ist ja ein Fußweg dran. Bitte was? Dass Änderungen im Gerät vorgenommen werden. Ja, mach mal. Was auch immer jetzt passiert. Das Bild, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt. Ähm, es tut mir leid. Ist der Rechner momentan macht er, was er will. Das ist vollkommen okay. Lassen wir ihn austoben. So. Ähm, den würde ich dann ganz gerne schon so haben wollen. Und der muss natürlich recht nah an die Pflastersteinstraße ran. Ich überlege, ob wir. Ob wir, ob wir, ob wir hier so ein bisschen Platz lassen. Es würde ja gehen. Hier können wir es ja ran machen. Das wäre ja okay. Müssten wir einmal nah ran. Und dann können wir die, die zweite Spur, die fliegt halt hier noch sehr. Ne? Das ist ein bisschen doof. Die ist immer noch zu hoch eigentlich. Aber was soll ich machen? Jetzt ist es, wie es ist. Das bedeutet, wir müssten jetzt erstmal das hier treffen, und dann müssten wir in die Höhe gehen und dann müsste die Höhe, weiß ich nicht, müssen wir auch 0,3 machen, wir müssen auch 0,3 machen, das ist okay, damit kann man leben und dann setzen wir den hier genau ran, Wisst da was, wir machen folgendermaßen, ich glaube, das ist der falsche Wert wieder mal, es ist immer der falsche Wert, aber es macht nichts, also Steuerung A geht nicht So, und dann den. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Wir können ja mal ausprobieren. Ähm. Mhm. Ist ja gar nichts passiert. Das sind 10 Meter. Da machen wir 3, 8, 0. Immer noch zu viel. 7,0. Oh, immer noch. Das gibt es ja gar nicht. Aber nicht mehr viel. 6,0. Zu viel. Jetzt müssen wir ein bisschen uns hier ähm, rantibbeln. So, dann müssen wir die Höhe hier machen. Das ist 0,3. Und da müssten wir da noch mal ein bisschen ein bisschen gucken. Uh, das ist ein bisschen zu viel. Also müssten wir hier ungefähr so sein. Oh, immer noch zu viel. Immer noch. Ah, jetzt haben wir eine kleine Lücke. Das bedeutet für uns äh, so, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir hier natürlich ein kleines Problem, dass da ein Strich fehlt. Aber ganz ehrlich, da tun wir Blumenkübel rauf oder sowas. Äh, dann passt das schon. Das ist vollkommen okay. Oder wir machen hier so ein X drauf oder so, dass hier nicht geparkt werden darf. Quasi, dass die Fußgänger hier durchgehen können als Durchgangszone oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal schauen. Ähm, da fallen uns bestimmt tolle Sachen ein. Die Frage ist, ich glaube, der passt hier dann nicht. Dann muss der erstmal weichen. Das Gebäude kommt wieder vor. Steht das auch wirklich gerade? Das steht gerade, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. So, und hier würde ich gerne so ein kleines Blumenbeet dran machen oder so. Mal schauen, irgendwas Kleines, nichts Wildes. Die Haltestellen müssten wir auch noch machen. Und wie gesagt, hier so ein Durchweg oder so. Das wäre cool, dass wir das als Lauffläche hier quasi nutzen. Ich würde ganz gerne auch diese Objekte sperren, da wir hier mit ihr auch gleich noch arbeiten. Wäre das ganz formidabel, wenn die geschützt sind. Und jetzt bräuchten wir... Ja, jetzt brauchen wir keine Immobilie. Hm. Ich muss mal gucken. Müllwagen. Aha. Ja, haben wir auch. Moderne Bodenplatten. Der DL1, der hat so viele tolle Sachen. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, da würden wir wahnsinnig werden hier. Das passt hier nicht. Also diese Platten sind mega, mit denen kann man natürlich viel, viel, viel machen. Ich würde jetzt sagen, wir machen die mal hier hin, sagen, die geht dazwischen, so roundabout. Und wir wissen, wir können die ja noch, können wir die skalieren, ja. machen jetzt folgendes. Oh, jetzt müssten wir hier mal vorbei. Ich glaube, mit der Skalierung ist das schon mega. Das ist mega. Das ist wirklich gut. Ganz kleines Stück weniger. Und ich würde sagen, das sitzt, oder? Das kann man machen. So, da wir hier jetzt perfekt sitzende Platten haben, ähm, müssten wir theoretisch, ich weiß gar nicht, in die Richtung. Ja, das ist schon mal richtig, das ist gut. Das war nur zu viel. Da machen wir zwei. Ähm, da war eine Zahl zu viel, Entschuldigung. Wir müssen die drei wegnehmen und eine zwei machen. Oh, das geht schon in die richtige Richtung. Hier flackert es leicht, das müsste ich dann nochmal korrigieren, das ist aber kein Problem. Zwei. Neun. Sekunde, 90, mal 85. Das sieht doch mega aus. Das sieht aus wie gewollt. Ja, und so muss das sein. Jetzt müssten wir nochmal hier ganz kurz schauen. So, und jetzt kommt der tricky Part: Der Tritra-Tricky Part. Denn jetzt müssten wir von hier oben nach da unten kommen irgendwie. Das heißt, jetzt heißt es: probieren geht über studieren. Und das sieht schon nicht schlecht aus. Dass das flackert, ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, das kann man fast so lassen. Minimal steileren Winkel brauchen wir. Das heißt, wenn wir das hier sehen, haben wir hier, machen wir mal 6,6, ich weiß es nicht. Oder 6,7. So, wie gesagt, wir müssen da nicht ganz so übertreiben, aber das ist dann doch noch ein bisschen viel. Ja, das würde ich natürlich gerne beseitigen wollen noch. Aber das heißt halt, man ist darüber. Müssen wir hier hin. Wir ja, müssen noch steiler werden. Das bringt nichts. Dann müssen wir hier 8 machen. Ich weiß es nicht. Ist das hier richtig? Wenn ich hier 5 mache. 5 ist zu krass. Also 5 ist zu krass. dann machen wir... Fünf 5,2. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Ja, das muss man halt rumprobieren. Ne? Das ist halt. Ähm, das geht nicht anders. Das geht nur über probieren. So, und ich würde sagen, dann haben wir dann ordentlichen Aufstieg hierhin in, auf diese Höhe äh, und es sieht wie gewollt aus. Es sieht einfach wie gewollt aus. Das gleiche müssten wir vielleicht da hinten machen. Ich überlege, ob wir die Parkplätze hier nochmal hinmachen und äh, hier ein ähnliches System machen oder so. Wir schauen mal. Andererseits sieht es dann nachher zu baukastenmäßig aus. So ein bisschen abwechslungsschadlich. Hier kommen natürlich irgendwelche Pflanzen hin oder, ja, weiß der Geier, da fällt uns noch was ein. Da können wir eine automatische Bepflanzung mal probieren oder so. Ähm, das würde ich aber jetzt nicht machen wollen. Das ging schon alles wesentlich schneller als gedacht. Ich würde ganz gerne, wenn wir hier wissen, dass es flackert, das Flackern noch beseitigen. Das heißt, das muss ich entsperren. Und jetzt muss ich wieder rumprobieren. Jetzt haben wir es wieder. Müsste der sein in die Richtung. Da müsste sogar noch ein Millimeter vielleicht. Ich glaube, jetzt wird nichts mehr flackern. Ich glaube, jetzt ist es flackerfrei. Sehr schön. Und das sieht immer noch gut aus. Und jetzt müssten wir mal gucken. Ich würde gerne hier No-Parking oder so oder so. Am besten diese große X, die es gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die ähm, ob wir die hier irgendwie haben. Aber ich glaube nicht. Da müssten wir mal kurz gucken. Da. Ähm, nee, hier haben wir die nicht. Hier sind die nicht. Verkehr. Uh, wie kann man das denn nennen? Wie heißt denn das? Äh, Strecken. Aha. Aha, okay. Ja, wir haben hier tolle Sachen auf jeden Fall. Oh, uh, eine kleine Tanke. Hier, ja, die bräuchten wir auch. Das sollten wir vielleicht auch nochmal nutzen dann irgendwann. Zapfsäulen, okay. Gut, also hier ist es auch nicht. Tunnel, Oberleitung Prellburg, Verkehrszeichen Ampel. Wo sind wir drin? Im Verkehr. Bau, Busse. Vielleicht bei Bau? Nö, da sind nur diese kleinen Dings drin, ne? Dienstfahrzeuge, Landwirte, Sonstiges. Was ist denn Sonstiges? Ja, hier könnte das sein. Und wenn ich jetzt gucke, Park. Straber. Ich würde gern einfach nur einen Busse frei. Okay, das ist für die Straßenbahn. Da müssen wir mal gucken. Irgendwo hier muss das sein. Das ist für Hochstraße. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Das sind diese Straßenbahnanzeiger. Wow, Alter, was wir für Sachen haben, ist unglaublich. Also da haben wir noch eine Menge Möglichkeiten. Das sind die Masten. Die Relaisstation. Das suche ich auch nicht. Kompressor, das brauchen wir alles jetzt gerade nicht. Das ist alles nett, aber alles nicht das, was ich suche. Das ist die Feuerwehr. Okay, das suche ich auch nicht. Es muss hier sein. Warnschild. Verkehrsinsel. Eigentlich müsste das hier sein. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Sperrfläche vielleicht? Könnte das unter Sperr auch laufen? Haltestreifen? Ich will aber keine Haltestreifen. Ich will eigentlich Streifen, die durchgestrichen sind. Okay, hier haben wir das. Dann haben wir das. Das wäre Bus. Bus, okay, das ist auch sehr cool. Ähm. Wie, habe ich gerade gesagt, wie wollte ich die nennen? Wie kann man die nennen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Verbot? Vielleicht da drin? Ich weiß es nicht. Buschspur? Haltestreifen? Hat sich irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Verbot? Uff. Kann das sein, dass ich immer die gleichen Sachen angezeigt bekomme? So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Besseres. Ähm, baden verboten. Uh, das ist auch gut. Durchfahrt verboten brauchen wir gleich auch noch. Wir haben hier einen Weg, ein Band. Boah, das ist schon cool. Baden, Baden. Parken verboten. Vielleicht brauchen wir das. Wir müssen mal mit raus. Parken verboten. Nehmen wir auch mal mit raus. Ähm, Sperrfläche hieß das, ne? Okay, auch nicht. Ja, ich werde das jetzt verzweifelt suchen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier irgendwo versteckt ist. mal folgendes machen. DL1. Ich muss mal gucken, der hat auch eine Anleitung. Ich kann auch bei seiner Anlage mal gucken. Er hat eine Demo-Anlage, da kann man sich reinladen und das immer angucken. Das ist sehr hilfreich, das muss ich wirklich sagen. Auch der Dank an den lieben DL1, da hat er gute Mitte vorgesorgt. Es war bei AS3 war es. Entschuldigung, ich habe DL1 gesagt. AS3 hat da sehr gute vorgesorgte Demoanlage auch. Aber ich glaube, DL1 hat auch immer Demoanlagen. Zumindest bei einigen Sachen bin ich mir sicher. Ich weiß es aber nicht mehr tausendprozentig. So, Haltestreifen, nein. Okay, Verkehrsinsel, ja, ganz toll alles. Hier gibt es gar nicht mehr. Dann müssen wir hier doch in die Straßenobjekte. AS3. Und schaut mal hier. Das ist ja unglaublich. Ja, und das müssten wir jetzt eigentlich mal durchgehen. Jetzt wäre es aber auch so, dass wir hier sagen können. Vielleicht sollte ich hier zoomen. Ähm, bitte was? Ähm, Mann, wie nennt, man diese, wie nennt man diese Flächen? Das ist unglaublich. Die müssen noch Die muss es doch gehen biegen Anfang Schablone Kurve Zufahrt Ja, also der hat eine Menge Sachen gemacht, das ist unglaublich. Ich gucke gerade mal, wo hier was sein könnte. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Einmündung. Wie gesagt, ich weiß, der hat das, aber wo der das hat, puh, das kann überall sein. Gut, bevor wir uns stundenlang damit aufhalten und es geht nicht weiter, das äh, kann ich mal zwischen den Folgen raussuchen. Das ist gar kein Problem. Ähm, das sollten wir hinkriegen. Dann sollten wir hinkriegen Parkverbot und vor allen Dingen. Ähm, das ist gar nicht so schlecht, das jetzt hier schon zu haben. Theopraktisch gesehen. Könnte man, das macht man jetzt nicht zwangsläufig immer so, aber wir machen das halt mal so. Wenn hier jemand ausparkt, dass der weiß, dass es eine Einbahnstraße ist. Ganz einfach. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht üblich, dass man das so macht, aber ich glaube, ich würde es irgendwie cool finden. So und. Ja, vielleicht hier, dann drehen wir das Ganze. Um 90 Grad. Da haben wir es. Und nein, 180. Ich kriege das auch noch hin mit den Gradzahlen. Und dann machen wir das Ganze hier auch noch hin. Und da können wir jetzt Folgendes machen. Wir nehmen den Wert. Kopieren den. So. Ein bisschen näher ran. Wir gucken dann natürlich, ob ein Auto noch durchkommt. Aber das sollte eigentlich passen. Und dann wissen wir auf gar keinen Fall durchfahren. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ein oder zwei Schilder reichen. Vielleicht würde ich auch nur dies hier reichen. Und wir entfernen das. Ich weiß es noch nicht. Äh, vielleicht sollen auch beide weg. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mal in den Kommentaren schreiben. Denn, äh, ja, das soll ja eine Einmalstraße sein, die in die Richtung geht. Das sollte man vielleicht. Meine Gedanken könnt ihr ja nicht lesen. Wie gesagt, man soll von hier oben kommen. Und dann, hier führt auch noch, hier wird es noch ein Straßennetz geben, aber das hier soll definitiv hier vorne eine Einbahnstraße sein. Einspurig und äh, ja, was dann irgendwo hier hinter den Häusern ist, das sehen wir ja dann. Ähm, ja, so, dann haben wir das. Das Haus steht da. Und jetzt bräuchten wir theopraktisch gesehen ähm, Gehwegplatten. Wir könnten jetzt die wieder nehmen. Ich finde, die passen eigentlich ganz gut hierher. Das heißt, wir nehmen die und setzen die da mal ran. Die ist gleich zu tief, oder? Die ist zu tief. Die muss auf 03 eigentlich. Zack. Dann haben wir die nicht optimale Höhe. Können wir mal gucken. 025 vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Na, noch zu hoch. 0,2 sogar. Ja. Das sieht doch gut aus und ja, das flackert jetzt ein bisschen. Das ist klar. Das bedeutet, wir müssten hier eventuell. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung. Genau die falsche. Das ist jedes Mal so. Äh, 50. Das flackert immer noch. Ja, dann machen wir 45. Ich weiß es nicht, wie wir spielen. Das ist zu viel. 48. Kann man so machen. Das, ist das zu hoch oder ist das einfach eine Lücke? Ne? Dann müssen wir auf 49 gehen. Ich weiß, ich bin da sehr genau, aber ich bin auch immer der Meinung, das zahlt sich am Ende aus, wenn man da ganz genau arbeitet. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Da nochmal 49. So, und dass hier so eine kleine Kante ist, das ist okay. Gut, dann haben wir das auch. Und damit wir hier ähm, beim Legen, ich gucke gerade mal, können wir das vielleicht sogar. Obwohl, das hilft mir ja auch nicht, das müsste ich dann ausmessen. Ja, das müssten wir jetzt hier quasi überall hinlegen. Aber das ist ein bisschen tricky. Dann, 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 dann. Wir können wir folgendes machen. Wir brauchen den. Den Wert. Keine Angst, wir werden jetzt nicht alles damit bepflastern. Das ist dann auch zu viel des Guten. So, wir brauchen den Wert und 0,2 war es, ne? 0,2, glaube ich. Nein. So. Und 0,2. Ja, und dann sehen wir schon, dass es das da gar nicht so einfach hier ist. Dann würde ich gerne hier 9. Ja, vielleicht sollten vielleicht auf. 7 ergehen. Das ist zu viel. Machen wir 8. 8,3. Und so tastet man sich da halt ran. Ja, wir brauchen sogar vielleicht 8,35. Das sieht mega aus. Und das gleiche müssen wir jetzt hier machen. Zack. Äh, machen wir 19. Das war genau der falsche. Den oberen brauchen wir natürlich auch. Machen wir mal 92. Wenn wir jetzt in die richtige Richtung, das kriege ich irgendwann auch noch hin. Ähm, machen wir 88. Das ist zu viel des Guten. Erstmal 0,2 hoch. Und dann sehen wir, wie weit das hier ineinander ragt. Ja, viel ist es nicht mehr. Dann machen wir hier 0,4. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und so bauen wir uns das dann nach und nach immer weiter hier hinten auf. Und ja, und haben dann irgendwann einen schicken Weg. Ich ähm, Ja, so eine automatische Verlegefunktion wäre ziemlich cool. Dass man jetzt hier klicken könnte und könnte dann hier auswählen, wo er anlegt. Ne? Ich klicke hier zum Beispiel drauf. Hier gibt es einen neuen Button, ne? der heißt äh, seitlich verlegen oder so. Ich klicke darauf, klick und dann kann ich wählen, mach es auf der Seite, mach es der, mach auf, auf der und dann läuft's auf der. Und dann weiß ich, ich kann da drauf drücken und er es und legt's und legt immer perfekt an. Das wäre die nächste Verbesserung, die ich mir wirklich sehr wünsche. Gut, dann müssen wir jetzt hier zum Haus hin. Das ist natürlich schon ein bisschen äh, trickiger, trickiger. Das ist richtig trickig ist das. So. Und da brauchen wir dann wieder Ja, so roundabout machen wir das, ne? Das ist Ihr wisst Bescheid. Ich überlege, ob es nicht einfacher ist. Ja, wir brauchen schon eine gewisse Kippung. Es nützt nichts. Das ist zu viel des Guten. So. Die Frage ist, müssen wir nicht immer hier? Und müssen wir es noch mehr kippen, ne? Jetzt ein bisschen hoch. Wie gesagt, man muss immer ein bisschen rumexperimentieren. Das ist halt leider so. Und das sieht eigentlich ganz annehmlich aus. Kann man so lassen. Das hat irgendwie gewissen Charme. So, dann haben wir da nochmal ein kleines Gefälle. Das, das sieht eigentlich auch schön aus, dass es hier hoch und runter geht. Es sieht nicht so monoton aus. Das ist eigentlich schon eine ganz tolle Sache. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssten wir hier hinten natürlich auch noch hinkommen. Es ist doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Oh, da flackert es auch noch leicht. Nee, ich überlege, ob ich das anders machen kann irgendwie. Irgendwie ein bisschen vereinfachter, das äh, würde ich mir wünschen. Hier so ein Weg lang, zack, 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 passt schon. Das wäre sehr, sehr schön. Weil hier vorne würde ich gerne Erde haben. Erde haben wir. Ja, können wir malen eigentlich. Komm mal her, wir painten die Erde. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ressourcenschonender. Ähm, da können wir hier die hier nehmen. Komm mal her, hier haben wir ja schon eine gute Erde. Und vielleicht sollten wir das so ein bisschen kleiner stellen. So, dass hier quasi hier vorne Erde ist. Na, eins darfst du noch. So, hier auch. Zack. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Das reicht doch schon. Das heißt, hier können wir eine Büsche raufstellen und so. Das ist übrigens äh, eine wirklich sehr ressourcenschonende Möglichkeit, gerade wenn man einen nicht so starken Rechner hat, mehr mit Brush zu malen, also mehr mit dem Malen zu arbeiten, als diese ganzen Objekte zu setzen, die berechnet werden müssen. Ähm, das vielleicht auch nochmal als... Tipp, Hinweis, wie auch immer. So, und jetzt müssten wir das hier bepflanzen, aber das äh, machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Und hier müssten wir jetzt auch noch einen Weg hinstellen. Also da müssen wir mal gucken. Ich sehe gerade, hier haben wir auch nicht sauber gearbeitet. Wir können ein bisschen mehr machen. Wegmachen können wir es immer noch. Ja, da ist alles ganz entspannt. Und hier hinten, da können wir eine Wiese lassen, oder so. Wir gucken mal, wie wir das machen. Da haben wir auch definitiv. Möglichkeiten, alles zu verwenden. Ich würde aber sagen, liebe Leute, morgen kommt die nächste Folge. Wir hören an der Stelle auf. 20, äh, zwischen 25 und 30 Minuten war so der Roundabout-Wunsch. Und da sind wir voll drin. Und ähm, darum danke ich fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal weiterempfehlt und einen Daumen hoch da lasst. Und äh, euch weiterhin schöne Weihnachten. Genießt die Tage noch. Und. Ähm ja, das Jahr ist fast vorüber. Es ist unglaublich, wie schnell es immer geht. Ihr dürft gerne auch über Weihnachten schreiben, wenn ihr es wollt, unter den Kommentaren. Ich werde alles brav lesen und ähm, ja, falls es was zu antworten gibt, äh, werde ich auch antworten. Ja, man kann natürlich auch einfach nur Geschichten erzählen. Das ist zu Weihnachten ja durchaus möglich. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellron. Macht's gut. Ciao.